Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout New Vegas. Sonst ist hier Ehre, zu Caesar einem treu ergeben. vertraulichen Gespräch treffen. Der Lucius ist aber immer noch da. In Ordnung, dann sprechen wir das Offensichtliche mal an. Mit mir stimmt etwas nicht. Jupp. Die Kopfschmerzen fingen vor ein paar Monaten an. Anfangs waren sie nicht allzu schlimm, aber jetzt kommen sie häufiger und sie sind lähmend. Seit 2 Wochen ziehe ich mein linkes Bein hinter mir her. Es ist steifer, schwerer zu bewegen. Und meinen Blackout haben Sie ja selbst erlebt. Lucius sagt, dass ich ins Nichts starre, ein paar Mal blinzle und dann weiterspreche, als wäre nichts passiert. Wie sieht also Ihre Diagnose aus? Sprache können wir machen. Ein eindeutiger Fall von intrakrakilaner Blastomfibrose. Ach du Scheiße, ja. Mit dieser Diagnose bin ich nicht vertraut. Kann man das behandeln? Ja. Ist eine einfache Sache wie alle Gehirnoperationen. Dann besorgen Sie sich chirurgische Instrumente. Die Medikamente einer Arzttasche könnten ebenfalls hilfreich sein. Ich werde dafür sorgen, dass Sie die notwendigen Medikamente ins Lager bringen können. Beeilen Sie sich. Wer weiß, wie lange ich noch habe. Okay, wie sieht's mit dem Autodoc in Ihrem Zelt aus? Neue Aufgabe hinzugefügt. Ihm fehlt eine funktionierende Diagnoseeinheit. Ohne die kann er nicht für Operationen eingesetzt werden. Okay, wo finde ich diese Diagnoseeinheit? Angeblich waren Autodocs Standard in den unterirdischen Vaults, die den Menschen vor Jahrhunderten Unterschlupf boten, als die Bomben fielen. Sie können die Vaults durchsuchen. Aber alle Autodocs, die meine Leech gefunden hat, waren schon längst ausgeschlachtet. Ein paar meiner Späher haben eine verlassene Vault bei der Nellis Air Force Base gemeldet. Angeblich von Ghoulen überrannt. Vielleicht ist diese Plage da schon so lange, dass Sammler nie die Vault betreten haben. Das sollten Sie sich vielleicht ansehen. Gut, dann werde ich mal sehen, was ich ausfinden kann. Tun Sie das und beeilen Sie sich. So, die Arzttasche habe ich ja schon. Da dürfen wir nicht dran. Oh, in Caesars Bett dürfen wir auch nicht schlafen. Na dann geht's halt mal wieder raus. Und so, chirurgische Werkzeuge brauchen wir auch noch. Aha. Krankenhaus von New Vegas und hier noch die Vault. Dann gehen wir zuerst mal ins Krankenhaus. Würde ich sagen. Das ist schön. Achtung, fertig, kämpfen. So, habe ich hier schon wieder nichts ausgerüstet. Unhold, Unhold. Wieso habe ich den jetzt verfehlt? Der steht direkt vor mir. Juhu, Karma. Munition nehmen wir natürlich mit. Ja, ich glaube, dann rennen wir immer noch ein bisschen mit der durch die Gegend. Da kriegen wir ja auch extra Punkte, wenn wir damit Unholde und so weiter töten. Wie wir gerade gesehen haben.
Ich glaube, ich muss mich nach dem Fall richten. Ja. Muss ich jetzt hier wieder rein? Oder wie sieht das aus? Ja, scheint so. Okay, scheinbar muss ich mich hier durch die Karawane durchballern. Na dann. Löschen wir die mal aus. Sollte ja kein allzu großes Problem sein. Schleichen und töten. Finde ich auch immer ganz schön, wenn man im Spiel wirklich die Freiheit hat, einfach alles wegzuballern, was einem über den Weg läuft. Ich hätte das ja treffen sollen. Naja, gut. Kampf zu Ende. Ja, dass wir bei der RNK einen negativen Ruf haben, das wissen wir ja mittlerweile. Oh, ein Schlagring. Tja, du hättest mir einfach nicht den Weg laufen sollen. Ach, okay, und hier geht es wahrscheinlich dann zu dem Krankenhaus. Okidoki. Oder wir sind einfach nur außenrum gerade gelaufen. Ist das hier hinten das Krankenhaus? Das ist das Krankenhaus. Okay. Bin gespannt, was uns hier drin erwartet. Ach. Eine Wache. Dieb! Was? Da die Leute nun wissen, dass sie böse sind, werden sie von den meisten einfach nur gehasst. Achtung, fertig, kämpfen. Okay, ballern wir uns hier einfach mal durch. Zack. Tja, ihr hättet euch einfach nicht, oder du hättest dich einfach beklauen lassen sollen. Schauen wir uns mal um. Eine verschlossene Registrierkasse.
Ah. Das ging schnell. Was ist das? Caesar während der Operation töten. Dann können wir der neue Anführer sein. Wäre, glaube ich, auch nicht schlecht. Dazu bräuchten wir jetzt auch den Dings gar nicht. Ich glaube, ich gehe mich trotzdem in der Vault nochmal umsehen. Wenn wir in die Legion übernehmen, das wäre, glaube ich, ja, doch. Das ist eine Sache, die mir ganz gut gefällt. Oder eine Idee, die mir gar nicht ganz gut gefällt. Ja, ist, glaube ich, egal, von wo ich jetzt loslaufe. Durchgeladen ist die Waffe. Jawohl. Schauen wir uns aber trotzdem nochmal in der Vault um. Ich hoffe mal, die ist jetzt nicht allzu groß. Ich habe gerade ziemlich einen Schluck auf. Ich glaube, der Salat hat sich mit dem Mountain Dew vertragen, das ich mir gerade noch reingekippt habe. Ich hoffe mal, ich gehe jetzt auch noch in Richtung Vault. Ne, ich glaube, der ist es. Also der Quest-File. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Da kommen wir, glaube ich, sogar noch relativ zügig voran. Okay, hier scheint auch irgendjemand gewütet zu haben. Wahrscheinlich die Ghule. Ah, geplünderte Karawane. Oh, sogar ein Vanguard-Schläger. Stimpack ist gut. Können wir immer gebrauchen. Da hinten ist der Eingang, oder? Cool, dann haben wir jetzt das Ding auch endlich mal gefunden. Haben wir jetzt hier? Wahrscheinlich irgendwie, ja, irgend so ein giftiger Teich, schätze ich. Ja, ich glaube, wir können einfach nochmal schnell durch die Vault durchhuschen. Hoffe ich zumindest. Dass die relativ klein gehalten ist. Sag bitte nicht, dass der Eingang da oben ist. So wie es aussieht, müssen wir doch wieder eine Runde klettern. Aber ich schätze mal, hier kommen wir ganz gut hoch. Jupp, das ist praktisch. Weiß man teilweise nie, ob man jetzt hier hochkrabbeln kann oder nicht. Da ist irgendwas Feindliches. Wahrscheinlich hier wieder so ein leuchtender Ghoul.
Hier geht's rein. Kann das sein? Wen findest du niedlicher? Dr. Klein oder Dr. Burroughs? Na, jetzt komme ich hier nachher nicht mehr raus. Ein Goldgecko. Wie knuffig. Wie tot. Ja, noch nicht ganz. Fertig. Kämpfen. Bleibst du hier? War das schon alles? Jetzt trotzdem mal gucken, was der... Ja, ich weiß, Verstrahlung und so. Von nur Gecko-Fleisch. Nichts Besonderes. Okay, hier irgendwo scheint jetzt der Eingang zu sein. Und zumindest jede Menge Geckos. Ne, der Eingang ist hier oben. Ja. Eingang, wo bist du? Scheinbar doch hier. So, ich speichere mal gerade ab. Ah. Und spring hier runter. Schluss mit Schleichen. Jetzt wird gekämpft. Klappe da hinten. Die Rüstung ist extrem schlecht. Mist, da müssen wir ja auch demnächst wieder... Ah, und hier unten überall Radioaktivität. Jetzt haben wir hier unten zwei Möglichkeiten, durch die Gegend zu huschen. Schauen wir mal, welches wird. Okay, hier geht's raus. Das heißt, wir müssen es an den anderen Weg nehmen. Zumindest hoffe ich mal, dass es so ist. Dass wir halt weiter in den Bunker reinkommen. Das sah jetzt auch nicht wie ein Bunkereingang aus. Hier geht's aber auch nicht weiter, oder? Oder doch? Zeit zum Kämpfen. Bam, bam. Weg. Einstellung der Feindseligkeiten abgeschlossen. Ja, das Plündern spare ich mir jetzt gerade mal. Ja, kommen wir doch weiter. Sah nämlich vorhin gerade nicht so aus. Ja, ich glaube, das sieht eher nach Vault-Eingang aus hier. Gut. Ja, der Vault-Bewohner ist relativ gruselig geworden hier. Hauen wir ihn weg. Der hier sieht ganz schön zäh aus. Was es wieder hier an Munition gekostet hat. Bösewichte wurden besiegt. Alter Finne. Habe ich irgendeine Waffe, die... irgendeine Pistole, die 9mm Munition verwendet?
Dann scheint sie ordentlich abzugehen. Dann schauen wir uns in der nächsten Folge mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen, auf ihr Spaß und seid das nächste Mal dann wieder mit dabei. Bis dahin, ciao, ciao.